Hallo und herzlich willkommen hier zurück wieder zum Let's Play Survival. Mit dabei ist der Black der Wolf. Jawohl, ich bin auch dabei. Wie immer. Danke, dass du eingefällt hast. Ich sag mir nicht, ich kann mir jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht hochbauen. Wo bin ich eigentlich auf der Karte? Ziemlich weit unten links. Oh, ich sehe es. Wieso ist jetzt hier? Bitte schön zu, das ist doch Kacke. Jetzt muss ich mir hier extra einen Weg frei buddeln, dass wir hier durchfahren können mit dem Boot. Nein, da kommt Wasser. Jetzt muss ich hier so eine Landbrücke bauen. Toll. Supi dupi. Ja gut, das oh, dürfte was ist aber denn reichen. hier? Vielleicht sterbe ich. Da, der Zach. Scheiße. Okay, dann nicht. Ich komme nie in den Dschungel, glaube ich. Ich glaube sogar, ich bin glaube ich in der Nähe, da wo ich mich runtergebaut habe. Kann das sein? Irgendwo habe ich mich hier runtergebaut. Das Bin fast schon sicher. Kann ich dir nicht sagen. Ich spiel gerade Minendriver. Ach, wenn man langsam über Boote drüber, über sowas drüber fährt, dann geht's. Über Seerosenblätter. Ah ja. Geile Logo. Wo müssen wir denn eigentlich lang, um zum Dschungel zu kommen? Irgendwie darüber. Oh, das ist doch kacke, ich laufe jetzt. Also ich hab's mit dem Boot probiert, es ist nicht gerade leicht. Da ist es leichter, wenn man, glaube ich, läuft. Es geht zumindest, glaube ich, schneller. Ach, da vorne ist ja ein NPC-Dorf. Das könnte ja das sein, wo wir mal waren. Ja, das muss das sein. Ich hab einen Dings gehört. Einen. Ja, bin Einen ich. Mann. Oh, ich hab mir in die Augen geguckt. Ich hab nichts mit dir zu tun. Ich hab nichts damit zu tun. Lieber. Ja, wenigstens hat es mal aufgehört zu Hallo. regnen. Vorne steht, glaube ich, auch ein Enderman rum. Hier sind lauter Schafe. Das Lustige ist, seit wir jetzt wieder aufnehmen in dieser Session, habe ich bis jetzt nur einen einzigen Gegner gesehen und das war ein Zombie. Hey, bei mir sind überall Gegner die ganze Zeit. Ja gut, ich bin halt mehr in der Nähe vom Haus. Wir haben jetzt 10 Dias. 10 fucking Dias. Ah, die Dorfbewohner hier haben sogar Zuckerrohr. Das klaue ich gleich mal. Nehme ich doch gleich mal alles mit. Das können wir bei uns hinten dran beim Hafen können wir das anbauen. Da würde sich das ganz gut Nee. machen. Hier zu meinen Zuschauern am Stream. Das ist eine Aufnahmesession für YouTube und. Nein, ich sag nicht deinen Namen. Hey, ich habe jetzt auch einen Zuschauer. Hallo Zuschauer. Ich sehe zwar nicht, wie er heißt, aber ich grüße ihn. Ja, für die Leute, die es jetzt mal wieder auf YouTube sehen und noch nicht mitgekriegt haben. Wir nehmen es ja auf PS4 auf ohne Elgato. Das heißt, wir müssen improvisieren, was das angeht. Mit Party-Chat aufnehmen. Das heißt, man kann Party-Chat nur aufnehmen, wenn wir jetzt hier im Livestream sind. Und dann auch nur, wenn man die Funktion zulassen aktiviert hat. Oh, mein Handy hat gerade vibriert. Ich hab vergessen, es auf stumm zu machen. Das hat man überhaupt nicht gehört, aber schön, dass du es erwähnt hast. So. Nein, ich brauch Corona. Verpisst euch. Bin mal kurz stumm, ne? Ja, okay. Ich rette gerade das Dorf hier. Okay. So. Ich wollte eigentlich mal gucken, was die Leute hier so verscherbeln. Kohle fürs Smaragd ist ja öde. Hallo. Feuerzeug. Lederhelm. Brandes Hühnchen. Zombie-Dorfbewohner. Nein. Verpiss dich. Hallo Priester. Glowstone.
Glowstone, was will ich denn damit? Hm. Es wäre sehr gut, wenn die hier zufällig irgendwo noch ein paar... Zufällig ist nochmal getroller früher. Okay. Die Dorfbewohner hier sind doof. Die haben weder was Gescheites zu verkaufen. Zumindest die meisten. Na ja, gut, die allermeisten. Die haben weder was Gescheites zu verkaufen, noch haben sie Kartoffeln in ihrem Dorf. Weil Kartoffeln, sorry, das weiß ich nicht. Kartoffeln bräuchten wir echt. Achso, Kartoffeln? Ja. Naja, es wäre zumindest eine gute. Es wäre zumindest eine gute Alternative. Ja, weil mit Karotten alleine ernähren wir uns nicht lange. Ach, da ist der Dschungel. Ich glaube, ich brauche erstmal hier ein Crafting Table unten in der. In der Mine? In dem. Eigentlich in der Mine. Im Keller? Ja, im Keller. Da ist sogar noch ein Crafting Table in der Kiste Gebrauchsdinge drin, den kannst du haben. So, und wir haben jetzt ein Crafting Table. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen neuen Raum. Einen neuen Raum. Ja, das kannst du gerne machen. Für was ist der Raum? Für den Verzauberungstisch. Stimmt, ja, genau. Genau. Ja, genau, machen eine schöne kleine Dings rein. Das ist eine gute Idee. Boah, das ist Dschungelholz. Das sieht eigentlich ganz nobel aus. Das gefällt mir. So, ich bin aber hier. Ich bin ja eigentlich hier auf der Suche nach Kakao. So. Ich sehe wieder mal nichts. Es ist zappenduster hier. So. Das hier ist Eichenholz. Problem ist, Dschungelholz sieht jetzt gar nicht so nobel aus, wie ich gedacht habe. Nee. Oh, nicht schon wieder. Jedes Mal kacken mir die Äxte ab, wenn ich am Baum hänge. So. Ein bisschen am Überlegen. Und ich klaue mir gerade nur so ein bisschen Dschungelmaterial hier. Weil das können wir alles gebrauchen. So, wo habe ich denn die Schere? Da. So, ist das Dschungelholz? Dschungelblätter? Eichenblätter. Davon haben wir mehr als genug. Ich wollte schon ein paar Dschungelblätter haben. Schon wieder Eichenblätter. Sind denn hier die anderen Blätter? Es gab doch immer noch so diese speziellen, wo nur im Dschungel gewachsen sind. 1, 2, 3. Bin ich jetzt blind oder so? Hier ist eine coole Nische. Das gefällt mir. Ich mach mal einfach mal meine Sachen. Ja, mach einfach. Ich sehe das gerade gar nicht. Das ist gerade richtig komisch. Waren das jetzt Dschungelblätter? Ja, da waren welche dabei. So. So. Gut. Und hier Bücherregale. Und hier. Ja, die Bücherregale habe ich ja mitgebracht. Die sind in der Gebrauchsgegenstandskiste. Mach am besten in den Raum, wo du dann den Verzauberungstisch reinbaust, mach am besten da noch eine Kiste mit rein, wo wir dann Bücher reintun können, die wir verzaubern. Weil dann sind die schon mal aus unserem Lager rausgehalten. Das wäre nicht verkehrt. Also ich glaube schon. Kacke. Ich werde gerade ein bisschen viel Holz. Also. Ich mach mal grad hier auf Just for Fun, weil ich grad nicht gecheckt, wie ich das jetzt machen muss. Ja. Ich brauche mal grad. So.
Ich weiß nicht, ob das reicht hier, was ich gemacht habe. Ich bin gerade mal ein bisschen auf der Suche nach, naja, nach Kakao, nach Dschungelblättern, dass wir das dann auch mal haben Okay, das reicht. So. in unserem Ländchen. 16 Stück, das reicht eigentlich locker flockig. Kürbis haben wir ja schon, wir bräuchten nur noch Melonen. Das ist wie bei meinem Let's Play, auf der ewigen Suche nach Melonen. Ey. Das Problem ist, hier gibt es glaube ich kein NPC-Dorf. Alles wieder ausgegangen. Was hast du gesagt? Mein Controller ist wieder ausgegangen. Oh. Dann ist er wirklich bald leer. Steck halt das Kabel rein. Ja. So. Weißt du, wo noch ein NPC-Dorf war hier in der Welt? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nur eins gefunden. Ja, das in der Das war Wüste ganz am damals. Anfang. Ja, genau. Weil ich latsch gerade durch den Dschungel auf der Suche nach Kakao und ich hoffe, dass ich irgendwo noch ein NPC-Dorf finde, wo wir Melonen herkriegen. Oder halt. Wenn wir Glück haben, finden wir auch welchen im Nether. In so einer Ah, ja, Kiste. genau. Das mal das. Und ich glaube, ich. Nächste Folge. Oh, ja, klar, das auf jeden Fall. Bau erstmal deinen Raum fertig. Ich bin ja Ins noch Nether wäre fast es fertig. gut, wenn wir ja dann zusammengehen. Weil ich weiß, wie das immer endet, wenn man alleine geht. Ui, die Welt ist ja doch ein Tick größer als erwartet. Ist eigentlich gedacht, ich wäre jetzt schon hier ganz am Ende, aber nee. Geht's noch ein Stückchen weiter. Da ist noch eine zweite Wüste. Aber hier am Rand oder so ist auch nirgendwo eine Melone zu sehen. Nichts. Gar nichts. Ich durchkämme jetzt einfach mal hier die Wüste. Wenn ich Glück habe, finde ich noch ein NPC-Dorf oder ein Tempel oder so. Und ganz viel Zuckerrohr nehme ich auch schon mal mit. Ah, hier ist Lava. So. Geil. Mitten in der Ja, der Raum Wüste. ist so fertig. Aber... Da hinten ist, glaube ich, was. Oder täusche ich mich? Ja, da ist ein Tempel. Mal sehen, was es da drin gibt. Mein Ein Karotten. Wüstentempel? Ja, ein Oder? Wüstentempel. Du weißt ja mit den Dings da, Ja, ne? ich Mit weiß, ja. dem. Ja. Du musst die blaue We Wolle wegmachen und einfach runterspringen. Nee. Unten gibt's eine. Ich weiß, die Druckplatte. Eine. Druckplatte. Ich glaube, ich habe schon so viele Wüstentempel gehabt. Am Anfang bin ich noch drauf reingefallen, ja. Aber das passiert mir nicht zweimal. Aber das ist eine geile Location hier. Also das ist Wahnsinn. Der Wüstentempel ist so halb aufs Wasser gebaut. Und da drüben ist eine riesige Fläche neben dem Wasser, die ist komplett aus so Pflastersteinen gemacht oder so. Das ist irgendwie komisch. Sieht aber saugeil aus. Soll ich dir mal Eigenrüstung machen? Was dra was machen? Eigenrüstung. Habe ich dann nicht noch einen? Ne, ich habe keine mehr. Ja, wäre nicht schlecht, mal so Ersatzrüstung. Hast du schon noch einen Brustpanzer? Ein Brustpanzer habe ich noch. Der ist zwar nicht mehr ganz der neueste, aber der geht noch. Ja, okay. Aber ja. Was denn? Nicht schon okay. Wolltest doch gerade irgendwas sagen. Oh, cool, ich habe Ja. zwei Sattel gefunden. Und Smaragde. Oh shit, ich kann nichts mehr mitnehmen. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich hier wegpfeffer. Den Sand und die Erde. Aber ich glaube, die Asiosis-Weiter mache ich erstmal in der nächsten Folge. Ja, ich auch. Was in den letzten drei Kisten ist, erfahren wir dann auch erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht's gut. Okay.